Die Zigarren des Pharaos folgt noch dem vertrauten Schema der vorangegangenen Geschichten. Der Humor ist hierbei wichtiger als Logik. Tims Abenteuer in Ägypten und Indien setzt auf Absurdismus und pointierten Irrsinn. Doch damit soll es nun ein Ende haben. Hergé weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass mit der nächsten Geschichte das Projekt Tim und Struppi in die nächste Phase treten soll und auf eine deutlich höhere Ebene steigen würde. Zeitgleich verdingte sich Hergé mit viel Zeitaufwand als Werbegrafiker. Hergés Werbeplakate sind nicht so bekannt wie seine Comics. Doch in der Reihe Die Kunst von Hergé von Philippe Godin kann man unzählige Beispiele für seine Begabung auf dem Gebiet des Designs und der Werbung sehen. Das sind sehr charmante Grafiken. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Hergé zu diesem Zeitpunkt keine Gewissheit darüber hatte, ob er nun eine Karriere als Comiczeichner oder Werbegrafiker haben würde. Gerade von der eher konservativen Warte aus, die doch mehr seinem kulturellen Hintergrund entsprach, erschien die Werbeindustrie als das naheliegendere Betätigungsfeld. Comics waren damals ein neuartiges Phänomen und wurden als Berufsbild nicht ernst genommen. Nun, daran hat sich bis heute nicht so viel geändert. Die ladungsfähige Anschrift ist hierbei weiterhin sein Büro im Wang Thiem Siècle in 11 Boulevard Bischofsheim. Und das spricht auch für die inzwischen selbstsichere und etablierte Position, die Hergé im Verlag hatte, gemessen daran, dass er dort in seinem Büro auch Geschäftstermine als privater Unternehmer abwickelte. Doch das sollte sich bald ändern. Hergés Werbearbeiten waren eklektisch und visuell sehr reizvoll. Der 26-jährige Zeichner war nicht wählerisch und nahm im Grunde jeden Auftrag an. Er war frisch verheiratet mit einer Frau, die eindeutig reifer war als er und konkrete Erwartungen an ihn stellte. Ironischerweise sind es gerade diese Auftragsarbeiten, eben dieses Bekenntnis zum gediegenen Broterwerb, die zu einer der grässlichsten Verflechtungen in Hergés Leben geführt haben. Denn in dieser Zeit fällt vielleicht der dunkelste Schatten auf Hergés Biografie. Die Rede ist von seinem Umgang mit Léon de Grelle. In der Nachkriegszeit gab es 4 große Vorwürfe, die man gegenüber Hergé wiederholt erhoben hatte. Einmal seine Nähe zu dem Mussolini-Verehrer Norbert Wallès, zweitens die rassistischen oder antisemitischen Darstellungen in einigen Tintin-Geschichten, namentlich Tim im Kongo und Der geheimnisvolle Stern, drittens seine Verflechtung mit Léon de Grelle und viertens seine angebliche Kollaboration während des Zweiten Weltkriegs. Ich werde im Laufe der Zeit auf alle 4 Vorwürfe hinreichend eingehen. Über den ersten Punkt, also Hergés Nähe zu dem etwas obskuren Abbé Wallès, habe ich in den ersten 4 Episoden ausführlich erzählt. Die Sache mit de Grelle ist etwas komplizierter. Hergé und Léon de Grelle waren gute Bekannte, das stimmt. De Grelle war nur ein Jahr älter als Hergé. De Grelle war Wallone, während Hergé einen wallonischen Vater und eine flämische Mutter hatte. Sie waren zwar nicht auf derselben Schule gewesen, doch hatten sie eine sehr ähnliche schulische Erziehung erfahren. De Grelle war auf einer Jesuitenschule groß geworden, während der junge Georges Rémy zur Saint-Boniface-Schule ging, die unmittelbar dem Erzbistum unterstand. Hergé hatte zum ersten Mal von de Grelle während seiner frühen Jahre beim Vingt Thiem Siècle gehört. De Grelle war zu diesem Zeitpunkt als Auslandskorrespondent in Mexiko unterwegs, von wo er über den sogenannten Guerra Cristera berichtete, einen blutigen kulturellen Bürgerkrieg zwischen säkularen und katholischen Kräften.
Das war etwas, das damals Hergé durchaus beeindruckte, war er doch von Reportern, die die Welt bereisten, sehr fasziniert. Dass er zu jenem Zeitpunkt de Grelle bewundert haben mag, das ist nicht auszuschließen. De Grelle schickte regelmäßig seine Reportagen in die Redaktion, neigte aber auch dazu, die Sendungen mit einem Querschnitt der lokalen Presse anzureichern. Auf diese Weise kam Hergé, der damals gerade erst Totor zeichnete, in Berührung mit den Cartoons amerikanischer Zeichner. Also Namen wie Rudolf Dirks oder George McManus. Er mochte die spanischen Übersetzungen nicht verstehen, doch er absorbierte sofort den neuartigen Stil dieser Zeichner. Später, als de Grelle wieder in Europa war, blieb dieses Detail durch Hergé nicht unerwähnt. Jahrzehnte danach hatte de Grelle daraus die Idee kolportiert, dass Tintin, also Tim, vollständig auf ihm basiere und dass er, de Grelle, Hergé mit Comics überhaupt erst vertraut gemacht hatte. Das ist extrem dick aufgetragen. Es erinnert ein wenig an jene Jungs, die in der Dunkelheit des Kinosaals einen Kuss erheischen und an ihren Freunden erzählen, sie hätten mit dem besagten Mädchen geschlafen. Léon de Grelle war kein fester Mitarbeiter des VingtIème Siècle, sondern schrieb als freier Journalist für vorrangig katholische Publikationen, allen voran die Zeitschrift Christus Rex. Er mochte zu jenem Zeitpunkt bereits gehörig rechtsradikal sein, doch seine Gesinnung manifestierte sich vorerst unter dem Deckmantelchen des Ultrakatholizismus. Doch die Katholiken waren ihm schon damals nicht kantig genug und schienen sein ideologisches Wachstum nur einzuengen. Als de Grelle einen wohlwollenden Artikel über den faschistischen und zugleich kirchenkritischen französischen Schriftsteller Charles Maurras geschrieben hatte, war das Zerwürfnis mit den Katholiken geradezu vorprogrammiert. Léon de Grelle war ein extrem charismatischer Mann. Seine Unzufriedenheit darüber, dass die allgegenwärtigen Katholiken nach all den Jahrzehnten weder etwas gegen die kulturellen Narben zwischen den Wallonen und den Flamen getan hatten, noch gewillt oder befähigt zu sein schienen, gegen die stetige Armut des Nachkriegsbelgiens etwas zu unternehmen, stieß in der belgischen Bevölkerung auf starkes Echo. So formte de Grelle zügig die Bewegung Mouvement National Rexiste, die bereits in 1935 zu einer aussichtsreichen politischen Partei wurde, die auf Intellektuelle wie Jean Denis zählen konnte. Aber in dieser Zeit gab es kaum noch politische Übereinstimmungen mit Hergé, der doch eher ein katholischer Zentrist war. Die ideologische Kluft zwischen den beiden wird bei dem Thema Deutschland deutlich. Hergé und mit ihm auch der überwiegende Teil der konservativen Katholiken hatten in einer ständigen Sorge vor den mehrfach größeren Deutschen gelebt. Sie hatten absolut keine Affinität mit den Nationalsozialisten, die ja bekanntlich auch kirchenkritisch waren und sich als eine Art Avantgarde wahrnahmen, die letztendlich auch den Katholizismus überwinden sollte. Doch de Grelle war pro Hitler und gänzlich dem Begriff der Neuordnung verschrieben. Und das sagte auch stark der deutschsprachigen ostbelgischen Minderheit zu. In 1936, auf dem Höhepunkt der Popularität, punktete bei den Wahlen die Rex-Partei in Brüssel mit 18%, in Flandern mit 7%, in Wallonien mit 15% und unter der deutschsprechenden Minderheit in Ostbelgien sogar mit 26%. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes la jeunesse. Nous sommes la force, nous sommes la vie. En face des partis corrompus et d'un régime à l'agonie, nous devons vaincre. Rex a avec lui le pays entier, c'est pour ça que Rex vaincra. Die Wahlkampagne wurde übrigens von Benito Mussolini und Adolf Hitler kofinanziert. De Grelle hatte den Duce und den Führer persönlich getroffen und brachte von diesen Reisen 2 Millionen Lire und 100.000 Reichsmark als Parteispende mit. Es war recht klar, wo de Grelle stehen würde, wenn die Wehrmacht erst einmal die Grenze zu Belgien übertrat. Hergé war dagegen von der Vorstellung einer erneuten deutschen Okkupation gänzlich entsetzt. Beim Kriegsausbruch verkündete König Leopold III. Die Neutralität Belgiens gegenüber den beteiligten Kriegsmächten. Als dann jedoch die Deutschen tatsächlich vor der Tür standen, hatte de Grelles Partei diese Zerreißprobe nicht bestanden. Ein großer Teil der Rexisten war nicht gewillt, mit den Deutschen zu kollaborieren, und zog eine Teilnahme in der Resistance vor. De Grelle geriet auf diese Weise sogar in einen Hinterhalt und wurde von den Franzosen gefangen genommen und in das Camp Vernet in den Pyrenäen gebracht. Das war de facto ein französisches Konzentrationslager. Doch als dann die Besetzung Belgiens und Frankreichs erfolgt war, wurde Léon de Grelle von dem Vichy-Regime befreit. Er schloss sich den Nazis an und trat der Waffen-SS bei. Er wurde Mitglied der 28. SS-Freiwilligen Panzergrenadierdivision Wallonien
Von Hitler persönlich wurde im August 1944 der Grell mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet und war damit einer der höchst dekorierten Ausländer innerhalb des Nazi-Organigramms. Le Führer reçoit des officiers qui se sont distingués par leur bravoure lors de la récente bataille de Tcherkassy. Parmi eux, le commandant de la Légion Wallonne de SS, Léon de Grelle, chef du Rexisme, à qui le chancelier Hitler remet la croix de chevalier. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Léon de Grelle ein gesuchter Nazi und Kollaborateur. Er stand da ganz oben auf der Liste. Er war über Oslo nach Spanien geflohen, wo weiterhin der faschistische Diktator Franco herrschte. Bereits 1945 wurde de Grelle in Abwesenheit von einem belgischen Gericht zum Tode verurteilt. Er blieb den Rest seines Lebens im spanischen Exil. Dort stieg er zu einem der berühmtesten Neonazis Europas auf, schrieb Bücher, besuchte mehr oder minder geheime SS-Revanchistentreffen und war für 40 Jahre ein echter Dorn in der vergifteten Beziehung zwischen Belgien und Spanien. Denn Franco hatte sich geweigert, de Grelle auszuliefern, doch Franco starb 1975. Spanien erfuhr unter König Juan Carlos I. eine mehrere Jahre dauernde Wanderschaft hin zu einer Demokratie, doch auch danach hatte Spanien Léon de Grelle nie an Belgien ausgeliefert. So war er einer von den 30.000 Nazis, die nach dem Kollaps des Dritten Reiches fluchtartig Zentraleuropa verließen und anschließend ein durchaus gemütliches, unbelehrbares Leben geführt haben, fern jeglicher Strafe. Ich erzähle all diese biografischen Daten über de Grelle deshalb, um zu erklären, weshalb es vielen so leicht fällt, Hergé mit den Nazis in Verbindung zu bringen. Und das wird von den Gegnern des Nationalsozialismus getan, doch genauso von einigen Neonazis, die de Grelles Biografie gerne dazu benutzen, um Hergé für sich zu vereinnahmen. Doch zurück in die frühen 30er. Dass Hergé und Léon de Grelle zusammenarbeiten würden, das war geradezu unvermeidlich. Man sollte an dieser Stelle zu Rate ziehen, dass um 1932 Léon de Grelle noch nicht jener eifrige Nazi- und Hitler-Anhänger war, der er werden sollte. Er war in erster Linie ein belgischer Nationalist. Nach heutigen, deutlich sensibilisierteren Maßstäben war de Grelle schon damals recht unverdaulich, doch in der belgischen Gesellschaft jener Jahre, die sich noch immer die Wunden des Ersten Weltkriegs leckte, die hierbei nach neuer Identität suchte, die Zuflucht in einem erzkonservativen Katholizismus fand, in dieser Welt war Léon de Grelle eine schillernde Figur, die verständlicherweise viel Zuspruch erzeugte. Man muss es nun auch nicht arg versüßen. Seine politische Linie war bereits in den frühen 30ern durch und durch faschistisch. Doch muss man an dieser Stelle auch einsehen, dass es damals kaum ein europäisches Land gab, das nicht einen eigenen de Grelle hatte. Faschismus war in jenen Jahren modern und prägte eine erfrischende Aufbruchsstimmung. Zumindest für all jene, die sich abgehängt fühlten. Klingt das irgendwie vertraut? Hergé war gerade in jenen Jahren, die de Grelles politischen und ideologischen Aufstieg markieren, bereits von einem starken Misstrauen gegenüber einseitigen Dogmen geprägt. Das erkennt man auch daran, dass er sich geweigert hatte, jeglicher politischer Partei beizutreten. Er war da zwar noch tief in der katholischen Sphäre verwurzelt und pflegte sehr gerne Freundschaften gerade mit Priestern und Mönchen, die er um Rat fragte und konsultierte, doch es fällt auf, dass auch hierbei Hergé zumeist die Nähe jener Geistlichen suchte, die irgendeine interessante ethnologische Erfahrung besaßen oder über ein besonderes kulturhistorisches Fachwissen verfügten. Ungeachtet dessen, ob dies nun Zen-Buddhismus war, das Leben der nordamerikanischen Indianer oder eben der Kulturraum der Chinesen. Die unmittelbare Zusammenarbeit zwischen Hergé und de Grelle beinhaltete zwei Aufträge. Da war zuerst das 36 Seiten umfassende Büchlein mit dem Titel Histoire de la guerre scolaire, das de Grelle relativ kurz nach seiner Rückkehr aus Mexiko verfasst hatte. Hierin beschäftigt er sich mit dem belgischen guerre scolaire, dem sogenannten ersten Schulstreit, einem ideologischen Konflikt, der das Land zwischen den Jahren 1879 und 1884 erschüttert hatte. Hierbei handelte es sich um ein ideologisches Kräftemessen zwischen der katholischen Partei und der säkularen liberalen Partei. Hergé lieferte zu diesem Büchlein die Grafiken.
Deutlich weitreichender ist die zweite Zusammenarbeit. Im Dezember 1932, also in jenen Wochen, als die Zigarren des Pharaos bereits in Le Petit Ventier publiziert werden, wandte sich der Grell an Hergé mit dem Auftrag, diverse Plakate für die katholische Partei zu zeichnen. Der Grell hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die rexistische Partei gegründet, doch fallen diese Ereignisse in genau jene eifrige Zeit, die letztendlich den Bruch zwischen den Rexisten und der katholischen Partei markieren sollten. Der Grell hatte da bereits bei diversen Publikationen das Rex-Logo verwendet, doch noch immer unter der Ägide der katholischen Partei. Belgien befand sich vor den Wahlen und Hergé nahm den Auftrag gerne an. Subtil waren seine Beiträge nicht, wie Pierre Azoulin in seiner Biografie schreibt. Ein Plakat zeigte ein kleines Mädchen, das an seinem Bett betet, während es gleichzeitig von einem zerlumpten Sozialist erstochen wird. Dieses Poster hing viele Wochen an unzähligen Straßenecken in Brüssel und Liège. Eines Tages erfuhr Hergé mehr durch Zufall, dass der Grell gerade einige der grafischen Resultate zusammenpackte, um sie an eine Presseredaktion zu übersenden. Hergé, den hierbei niemand um Erlaubnis gefragt hatte, protestierte und schickte der Grell sogleich ein Einschreiben mit der Aufforderung, diesen nicht vereinbarten Druckauftrag abzubrechen. Der Grell nahm Hergé vermutlich nie sehr ernst und schickte die Druckvorlagen natürlich raus. Er hatte sogar dafür gesorgt, dass Hergés Signatur herausretuschiert wurde, um es mit der Unterschrift Studio für Rex-Publikationen zu ersetzen. Hergé war außer sich. Er verklagte der Grell, doch der Prozess zog sich ein ganzes Jahr, während sich der Grell durch Ausreden und durch allerlei Hinhaltetaktiken aus der Affäre zog. Am Ende erhielt Hergé einen eher schwachen Schadensersatz von 1500 belgischen Francs im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung. Für Hergé schuf dies einen Präzedenz, der dazu führte, dass er bis an sein Lebensende bezüglich des Urheberrechts eine gewisse Vehemenz an den Tag legte. Dieses Ereignis markiert aber auch das Ende jeglicher Zusammenarbeit zwischen Léon de Grell und Hergé. Und ja, natürlich hat es auch für mich ein Geschmäckle, dass das endgültige Überwürfnis zwischen Hergé und Léon de Grell nicht so sehr mit Ideologie zu tun hatte, sondern wegen einem Copyright-Streit erfolgte. Mit dieser Ambivalenz müssen wir Tintinophilen und Tintinologen eben leben. Doch falls es um 1932 noch ideologische Überschneidungen zwischen Hergé und de Grell gegeben haben mag, diese Schere lief von da an unentwegt auseinander. Das wird 1937 sichtbar. De Grell war in dieser Zeit der Herausgeber der faschistischen Zeitschrift Péréel. Er agitierte unentwegt in der Redaktion des Vingtième Siècle. Auf diese Weise gelang es ihm, fast die halbe Belegschaft in seinen eigenen Verlag herüberzuziehen. De Grell hatte angenommen, dass Hergé und damit auch Tim und Struppi vollständig mitziehen würden. Wäre das passiert, wäre Tintin für einige Jahre in einer waschechten, braunen Nazi-Zeitung erschienen. Doch Hergé lehnte das kategorisch ab. Und das ist nicht überraschend, denn zu jenem Zeitpunkt hatte Kardinal Van Rhee die Katholiken bereits dazu aufgerufen, sich überall in Belgien den antifaschistischen Kräften anzuschließen und die Nationalsozialisten abzulehnen. Dieser Exkurs ist wichtig, denn er zeigt, welche Stürme da um 1933 und 1934 an dem noch sehr jungen Hergé gezerrt haben. Zwischen der Notwendigkeit, ein festes Einkommen zu bestreiten, einer fordernden Ehefrau zu genügen und eigenen Überzeugungen recht zu werden, hatte dieser manchmal verunsicherte, doch stets neugierige Künstler seinen Weg navigieren müssen. Die Überwindung seiner eigenen Vorurteile und der seinem Umfeld geschuldeten Scheuklappen hatte hier erst begonnen und war noch lange nicht abgeschlossen. Doch seine Entscheidung galt letztendlich der Weltoffenheit und nicht dem Faschismus. Und dafür gibt es keinen besseren Zeugen als Tintin selbst. Mit dem ausgehenden Jahr 1933, während die Zigarren des Pharaos bereits seit Monaten im Le Petit Ventier liefen, beginnt Hergé zunehmend seine Unabhängigkeit und Expansion zu planen. Zum einen war Abbé Vallès weitgehend aus Hergés Leben verschwunden, zum anderen war der französische Verlag Castremont in sein Leben getreten. Natürlich war noch immer Le Petit Ventier Hergés unmittelbarer Arbeitsplatz. Doch es ist anzunehmen, dass Hergé nach gut 7 Jahren bei dieser Zeitung inzwischen gut verstand, dass Vingtième Siècle nur eine Station in seinem Leben war und nicht die Summe seiner Karriere. So sah der 3. Januar 1934 die Geburt von Hergés eigener Firma mit dem Namen Atelier Hergé. Zusammen mit Adrien Jacquemot
und José de Lanois bezog ihr Büros in der Rue Roupe Nr. 9. Dies war also eine junge, professionelle Werbeagentur der 30er Jahre mit dem Ziel, Werbegrafik zu machen. Comics gehörten hier nicht zum Programm, sondern wurden von Hergé außerhalb der Agentur bearbeitet. Hierbei allerdings bestand er gegenüber Vingtième Siècle zunehmend darauf, von zu Hause aus arbeiten zu können. Im März 1934 machte Hergé einen Versuch, bei der Zeitung vollständig zu kündigen. Sein Vertrag lief nach 2 Jahren wieder einmal aus und so bekniete man den neuen Starzeichner zu bleiben, inklusive einer 50%igen Gehaltsanhebung. Wie ernst es Hergé war, das vertraute Umfeld gänzlich zu verlassen, oder ob das Ganze mehr eine List war, um aus der Redaktion ein besseres Gehalt herauszuschlagen, das vermag ich nicht zu sagen. Doch Hergé unterschrieb und würde noch viele Jahre bleiben. Am Ende war es die Weltgeschichte, die seiner Zeit mit dem Petit Vingtième ein Ende setzte. Die Zusammenarbeit als Werbeagentur hielt lediglich 6 Monate. Danach zerfiel das Team und jeder ging seine eigenen Wege. Doch Hergé gefiel die Marke Atelier Hergé und so benutzte er sie noch weiterhin. Pierre Assouline schreibt an dieser Stelle: Hergé machte allein weiter. Er war, wie ihm inzwischen bewusst wurde, ein Einzelgänger mit Teamgeist, doch grundsätzlich ein Einzelgänger. Wie schon geschildert, wurde Tintin in Le Petit Vingtième wie eine echte Person porträtiert. Gerade die ganz kleinen Leser glaubten ja, dass Tim und Struppi wirklich existierten. So gab es bereits vor dem Erscheinen von Die Zigarren des Pharaos ein Interview mit Tintin, in dem er angekündigt hatte, nach China zu gehen. Der pfiffige Reporter enthüllte einen ganzen Reiseplan, der über Port Said und Suez nach Bombay und Saigon führen sollte, Stationen, die zum überwiegenden Teil in Die Zigarren des Pharaos umgesetzt worden sind. Das betreffende Heft kam auch in die Hände von Abbé Gosset, einem Geistlichen, der viel Berührung mit der chinesischen Kultur hatte. Und Abbé Gosset wandte sich schriftlich an Hergé und warnte ihn davor, die chinesische Zivilisation in einem stereotypen und beleidigenden Stil zu porträtieren. Wie Hergé es bereits mit den Russen und den Kongolesen getan hatte und, seien wir mal ehrlich, teilweise auch mit den nordamerikanischen Ureinwohnern. Das Bild kreischender, Zöpfe tragender Barbaren, so Abbé Gosset, wurde gerade seine chinesischen Studenten, die alle Leser des Petit Vingtième waren, tief verletzen. Der Einwand war nicht unberechtigt. Hergé hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 2-mal Chinesen dargestellt und beide Mal war es ein Desaster. Da war zuerst die eine Szene in Tim im Lande der Sowjets, wo Tintin in die Hände von 2 chinesischen Foltermeistern gerät. Und in der ursprünglichen Schwarz-Weiß-Version von Tim in Amerika gerät Struppi beinahe in die Pfanne eines chinesischen Kochs. Nun, um ehrlich zu sein, ist diese 2. Begebenheit nicht gerade abwegig, insbesondere wenn der Koch aus der Stadt Yulin käme, wo bis heute bei dem alljährlichen Hundefleischfest bis zu 15.000 Hunde geschlachtet und gegessen werden. Doch das nur am Rande. Hergé verstand zum Glück sogleich das Problem und er suchte das Gespräch mit Abbé Gosset. Am Ende wandte er sich an den Abbé mit einer konkreten Forderung. Wenn ich solche kulturellen Fallen vermeiden soll, brauche ich jemanden, der mich aktiv berät. Für viele Tintinologen steht fest, dass diese Anfrage einen der wichtigsten Augenblicke der Evolution von Tim und Struppi darstellt. Denn Abbé Gosset erfüllt diesen Wunsch in bravourösester Art und Weise. So klingelt am 1. Mai 1934 um 17 Uhr ein junger Chinese an der Wohnungstür von Georges und Germaine Remy. Er wurde bereits angekündigt und stellt sich als Zhang Chongren vor. Er ist ein Jahr jünger als Hergé, geboren in Shanghai. Und er ist ebenfalls Künstler. Er hatte gerade an der Königlichen Akademie der Schönen Künste Malerei studiert und befasst sich nun mit der Bildhauerei. Er hatte noch nie zuvor einen Comic gelesen. Zhang Chongren ist kein verstockter, schüchterner Student aus dem fernen Osten. Er ist lässig und weltmännisch gekleidet und liebt es, sich mondän zu geben. Er spricht hervorragend Französisch, wenn auch mit einem starken Akzent. Zhang Chongren wird der ideale Weichensteller für Hergés Weltbild. Erst durch diese Freundschaft beginnt Hergé mit Meilenschritten einen immer weiter wachsenden Abstand herzustellen zwischen sich selbst und der geozentrischen, rechtsradikalen und dogmatischen Welt, die ihn hervorgebracht hat. Hergé ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Zhangs Einfluss auf die Gestaltung von Der blaue Lotus ist immens. Und diese Wirkung findet auf mehreren Ebenen statt.
Zum einen überlässt Zhang Hergé Bücher über den chinesischen Zeichenstil, insbesondere der effektive Einsatz von Tusche. Zhang zeichnet aber auch mit. In bereits vorgefertigte Grafiken fügt er die korrekten chinesischen Schriftzeichen und Kalligrafien ein, auf Bannern und Straßenplakaten. Durch Zhang öffnet Hergé noch eine weitere Tür, das Verständnis für Andersartigkeit und eine erhöhte Sensibilität für die spannenden Details einer porträtierten Welt. Von jetzt an werden Tim und Struppi-Geschichten wahre Fundgruben für recherchierte Genauigkeit. Dabei hält Zhang Hergé keineswegs an, China zu glorifizieren. Hergé zeigt auch Schattenseiten des chinesischen Alltags. Er zeigt die Armut, er zeigt die Opiumhöhlen. Doch er tut dies mit einer durchdachten Präzision. Hergés vorangegangene Tantan-Abenteuer waren lediglich seine ungebremsten Fantasieentsprungen, angeheizt durch ideologisch getrübte Bücher und reißerische Artikel in Le Crapuyot. Doch nun operiert er auf einer gänzlich anderen kreativen Ebene. Und noch etwas ändert sich in einem beeindruckenden Ausmaße, die Qualität der Handlung. Zum ersten Mal ist der Ablauf der Geschichte frei von unlogischen Abkürzungen, ohne jedoch auf den herzlich absurdistischen Humor zu verzichten. Der Blaue Lotus ist extrem kritisch und im Mittelpunkt dieser Kritik steht der japanische Imperialismus, aber auch die internationale Gemeinschaft jener Kolonialmächte, die in diesen Jahren versucht hatten, in China einen Einfluss zu gewinnen und das Land wirtschaftlich ausbluten zu lassen. Hergé stellt sich hier mit allem Nachdruck gegen die Okkupationsmacht Japan. In eindrucksvollen Bildern zeigt Hergé den Mukden-Zwischenfall, den die Japaner als Vorwand benutzt haben, um die ersten chinesischen Gebiete zu besetzen, und lässt Tintin zum Zeugen dieser False Flag Operation werden. Hergé war nicht ohne Sorge, dass es eine Protestwelle seitens der Japaner geben würde, doch Zhang beschwichtigte ihn. Wenn sie wütend, soll er gesagt haben, dann nur, weil wir die Wahrheit sagen. Ein kategorischer Einspruch der Japaner gegenüber diesem Tim und Struppi-Heft ist in den darauffolgenden Jahrzehnten ausgeblieben. Als die Geschichte im August 1934 zu erscheinen beginnt, erreicht der japanische Aktionismus auf dem chinesischen Festland seinen Höhepunkt. So beschreibt Michael Farr, dass es am Ende des Jahres durchaus diplomatische Noten der Japaner beim belgischen Konsulat wegen Hergé gegeben hatte, doch die Belgier ignorierten es weitgehend. Japaner sind zwar eine äußerst empfindliche Nation, wenn es um Kritik geht. Das wird heute deutlich, wenn man ihnen zum Beispiel das Morden von Walen und Delfinen verbieten möchte. Da erfährt man schnell die Aggression, mit der sie auf solche Kritik reagieren. Doch die japanische Armee hat in China einige der ungeheuerlichsten Schandtaten begangen, welche in der Menschheitsgeschichte überhaupt bekannt sind. Ich rede von Abscheulichkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft sprengen. Und zu einem überwiegenden Teil hat sich Japan zu diesen Gräueltaten nicht bekannt. Das ist nichts, worüber man viel in japanischen Schulbüchern herausfinden würde. Sich also über den Blauen Lotus aufzuregen, würde die Japaner äußerst scheinheilig, ja geradezu lächerlich erscheinen lassen. Der Blaue Lotus behält den typischen absurden Tim und Struppi-Humor, doch die inhaltliche Authentizität und kreative Reife erlaubt plötzlich eine größere Kantigkeit. Hergé spielt damit, als er auf der aktuellen Titelseite von Le Petit Vingtième ein Bild zeichnet, das Tintin auf der typischen Matratze einer Opiumhöhle zeigt, mit einer Opiumpfeife im Mund. Natürlich stellt sich schnell heraus, dass Tim hier nur undercover operiert und nicht wirklich Opium raucht, doch es wird deutlich, dass der rasende Reporter und sein Terrier plötzlich auf einer anderen Ebene operieren. Und das bedeutet auch, dass die Leserschaft plötzlich eine größere Altersgruppe beinhaltet. Die Geschichte beginnt dort, wo die Zigarren des Pharaos aufgehört hat. Tintin ist noch immer Gast des Maharaja von Galpajama, doch er hatte das Rätsel um den Schmugglerring nur lokal in Indien lösen können. Die Spur führt weiter nach Shanghai. Hier werden schnell die neuen Hergé-Qualitäten deutlich, denn obwohl sich Tintin in gewohnter Manier in das Straßengewirr von Shanghai stürzt, werden wir auf eine fast bedrückende Art und Weise mit der Dichte und Fremdheit der Stadt konfrontiert. Tim kann während seiner Ermittlungen erstmal nur wenig punkten. Zu fremd ist die Stadt, zu sehr fällt er auf. Seine Bemühungen verlaufen sich zuerst im Sand und wir fühlen uns schon bald förmlich verloren in einer Welt, die wir nicht verstehen. Diese Erfahrung hatten die Leser in 1934 noch nicht, denn sie lasen immer nur zwei Seiten in der jeweiligen Ausgabe des Petit Vingtième und mussten dann gespannt auf die Fortsetzung warten. Doch ein Jahr darauf erschien bereits der Gesamtband bei Casterman und man kann nur versuchen, sich vorzustellen, wie intensiv die Lesererfahrung hier für Teenager der 30er Jahre war und wie viel Fernweh, Abenteuerlust und Neugierde auf andere Kulturen hier geweckt wurden.
1936 muss der Blaue Lotus geradezu einzigartig gewirkt haben. Dies war kein Comicheft, es war ein Phänomen. Auch hier erschafft Hergé einen MacGuffin, der uns durch die Handlung führt. Er übernimmt dazu das Nervengift, das wir bereits in Indien kennengelernt haben und das die kriminelle Organisation offensichtlich verwendet, um unliebsame Zeugen auszuschalten. Doch eine Geschichte wird immer dann spannend, wenn der Protagonist den Tiefpunkt seiner Reise erlangt, doch dann unerwartet Hilfe bekommt. So hat auch Tintin in Shanghai einen rätselhaften Beschützer, der sich bald als Didi, der Sohn von Mr. Wang Chengyi, herausstellt. Mr. Wang ist der Kopf eines Geheimbundes, der die Söhne des Drachens heißt und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Opiumhändler zu bekämpfen. Nun hat Tintin endlich jene Verbündeten, die ihm helfen können, seine Mission zu erfüllen. Berühmt geworden ist natürlich die Begegnung zwischen Tintin und Chang, den Hergé in der Geschichte verewigt. Tintin rettet den ertrinkenden Jungen aus den Fluten des Yangtze-Tiang. Daraufhin folgt eine berühmt gewordene Szene, in der Tintin und Chang sich lachend erzählen, unter welchen Klischees und Irrtümern ihre eigene Kultur den jeweils anderen betrachtet. Wie sehen die Chinesen uns und wie sehen wir die Chinesen? Dieser Abschnitt ist nicht nur eine der rührendsten Szenen des Tim und Struppi-Universums, sondern letztendlich ein Meilenstein der gesamten Comicgeschichte. Der Blaue Lotus wurde erst im letzten Augenblick so genannt. Für eine ganze Weile hieß die Geschichte nur Tim und Struppi im fernen Osten. Doch dann fiel es Hergé wie Schuppen von den Augen. Der perfekte Name dieses Bandes steckte bereits in der Geschichte drin. Die von dem fiesen Mr. Mitsuhirato geführte Opiumhöhle trug den kurzen und doch stimmungsvollen Namen Der Blaue Lotus. Der perfekte Name für den ganzen Band. Zhang Chongren war zugegen, als der Blaue Lotus im Petit Vingtième erschien, und so hatte er die positive Reaktion und die Faszination der jungen Leser auf seine Arbeit mit Hergé erlebt. Doch während Hergé die Gesamtausgabe beim Castement vorbereitete, teilte ihm Zhang mit, dass er dringend nach Shanghai reisen musste. Seine Familie brauchte seine Hilfe und der Krieg mit Japan zeichnete sich bereits ab. Hergé war davon tief getroffen. Zhang hatte sich noch viele Jahre später an den Abschied am Bahnhof erinnert, als der Zug losfuhr und auf dem überfüllten Bahnhof dieser dürre, hochgewachsene Blonde ihm hektisch zuwinkte. Die beiden sollten sich 45 Jahre nicht sehen. Als schließlich Hergé den fertigen Band in den Händen hielt und zum ersten Mal begutachtete, hat er gesagt, das ist doch viel zu schön für Kinder. An dieser Stelle auch einige Worte über die Originalausgabe. Ich persönlich war nie allzu fanatisch, wenn es um die Faksimiles der schwarz-weißen Erstversionen ging. Es hatte wohl auch damit zu tun, dass ich Hergés Farbgefühl liebe und finde, dass seine Kolorierungen großartig sind. Der Blaue Lotus ist da eine Ausnahme. Die Klarheit der Tuschearbeit ist hier einfach exzellent. Und gerade in Schwarz-Weiß treten Zhangs chinesische Ergänzungen großartig hervor. Hierzu kommt ein anderes Problem. Als Castement begonnen hatte, Hergés Paneele aus Petit Vingtième in Buchform zu übertragen, lief das in den 30ern auf recht lange Bände hinaus. Das kann man hier an dieser Faksimile-Ausgabe sehen, die 126 Seiten lang ist. Nach 1946 fasste man zum ersten Mal vollständige Farbdrucke ins Auge, doch nicht mit einer so hohen Seitenzahl. Diese Erwägung war ursprünglich rein ökonomisch. Qualitatives Papier war nach dem Kriegsende sehr teuer und Druckereien erhielten es die ersten Jahre nur über staatliche Genehmigungen. Castement war damals sehr scharf darauf, mit Farbdrucken einzufangen. Doch 130 Seiten lange Comicgeschichten, vollständig in Farbe, das war gänzlich illusorisch. Die farbigen Versionen mussten in 62 Seiten passen. Nun war es hier so, dass die Handlungen der ersten Stories, also Fräulein Tim im Kongo oder Tim in Amerika, relativ leicht gekürzt werden konnten, da sie ohnehin nicht allzu geistreich waren. Hergé war das stellweise wohl auch recht, denn so konnte er sich allerlei empfindlicher Szenen entledigen. Die Kürzung bei der Blaue Lotus stellte ein Problem dar, denn die Handlung ist recht ausgefeilt und schlüssig und so gab es hier nur wenig, das man hätte schmerzfrei kürzen können, ohne der Handlung zu schaden. Es gibt zwar Kürzungen in der Farbversion, doch die kann man auf einer Hand abzählen. So ist die kolorierte Neuausgabe von 1946 dem Original sehr ähnlich, doch als Druckwerk ist sie sehr dicht, zu dicht, mit teilweise zu kleinen Paneelen, während die monochrome Originalausgabe mit ihren 6 bis 8 Paneelen pro Seite visuell einfach deutlich mehr atmen kann. Die Seitenzahl 62 galt nach 1946 für alle farbigen Tim- und Struppi-Hefte. Doch darüber hinaus wurde sie zu einem Längenstandard für franco-belgische Comics. Alles wegen Hergé.
Erwähnenswert ist noch, dass die schwarz-weißen Originalbände mit einigen farbigen, ganzseitigen Bildplatten versehen wurden. Das war damals in 1936 etwas Besonderes. Und als es Castremont vorgeschlagen hatte, war Hergé zuerst verunsichert, ob er sich darauf einlassen soll. Er sah damals seine Comics tief im Schwarz-Weißen angesiedelt und konnte sich nicht so recht vorstellen, dass gerade der französische Markt farbigen Tim und Struppi schätzen würde. Das klingt heute natürlich seltsam, aber 1936 standen farbige Comichefte für Walt Disney. Hergé bewunderte Disney, aber er fand zugleich, dass Tim und Struppi sich auch absetzen müssten. Hergés Herausgeber bei Castremont drängte auf ihn, sodass Hergé schließlich nachgab. Pierre Assoulin spekuliert ein wenig, ob dieser Diskurs nicht mehr damit zu tun hatte, dass zu diesem Zeitpunkt Hergé bereits begonnen hatte, in Aufträgen zu ertrinken, und die Idee, plötzlich aufwendige, große Farbplatten zu erstellen, warf ihn etwas aus der Bahn. Doch er machte für den Blauen Lotus nicht nur eine farbige Titelseite, was damals bei den Castremont-Bänden auch etwas Neues war, sondern eben auch 5 wunderschöne, ganzseitige Illustrationen. Er hatte auch nachträglich für die Neuauflagen vorangegangener Geschichten eben solche Seitenbilder gemalt. Die Farbseiten sind großartig geworden, wenn auch Hergé sich hier als Perfektionist zeigte und lange Zeit mit der Druckqualität unzufrieden war. Das sollte in der Zukunft ein gewohntes Bild sein. Hergé fuhr häufig sogar in die Druckereien und wohnte dort dem Druck der ersten Auflage bei, um sicherzustellen, dass es seinen Kriterien entsprach. Die berühmte Titelseite, die den roten Drachen zeigt und Tim und Struppi in einer großen chinesischen Vase, basiert auf der Titelseite der längst vergessenen Zeitschrift A bis Z. Die Ausgabe vom 25. September 1932 zeigt die chinesische Schauspielerin und Femme Fatale Anna May Wong in einem farblich sehr ähnlichen Setting. Hier lauern natürlich einige echte Perlen für Tintinologen oder jene, die es werden möchten. Denn die besagte Aufnahme von Anna May Wong ist ein Promotion-Foto für ihren Film Tochter des Drachens, der 1931 gedreht wurde und im darauffolgenden Jahr in die Kinos kam. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hergé den Film gesehen hatte. Es fällt auf, dass jene Geheimgesellschaft in seiner Geschichte Söhne des Drachens heißt. Vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Welche 3 Paneele würde ich hier als meine Lieblingsbilder bezeichnen? Das ist nicht einfach, denn der Blaue Lotus strotzt vor großartigen, stimmungsvollen Zeichnungen. Hier an dieser Stelle ist Hergé endgültig von einem Cartoonist zu einem Comic-Künstler geworden. Bevor ich also zu meinen 3 Lieblingspanelen komme, hier mal einige Zeichnungen aus der Blaue Lotus, die es vermutlich genauso verdient hätten. Die Engländer sprechen ja von Honorable Mentions. Hier ist zum Beispiel ein Bild, das Tintin in Verkleidung zeigt, während er nachts an einer Tür in der Taipinglu-Straße klopft, in einer ganz üblen Gegend von Shanghai, wo er den geheimnisvollen Absender eines anonymen Briefs treffen soll. Und hier sieht man Tintin in Haft der Japaner. Es gibt ja recht viele Momente, die Tim im Knast zeigen, doch diese Zeichnung beschreibt das Gefühl dabei am besten. Als Struppi von Tim getrennt ist, läuft er stundenlang allein durch die Straßen von Shanghai. Man muss sich nur dieses großartige Bild anschauen, das es emotional perfekt erfasst. Tintin wird von den Japanern zum Tode verurteilt, muss aber vorher 3 Tage in einer Schandgeige durch die Stadt geführt werden. Übrigens damals eine gängige Praxis. Auch hier eine starke Zeichnung. Und dieses Bild ist berühmt und auf seine schräge Art extrem witzig. Didi, der Sohn von Mr. Wang Chengyi, wurde ja mit dem Rajaija-Gift vergiftet und ist dadurch dem Wahnsinn verfallen. Das äußert sich bei ihm so, dass er ständig alle mit einem Schwert hinrichten möchte, während er Lao Tse zitiert. Hier schnappt er sich Struppi und zeigt ihm erstmal begeistert, wie scharf sein Schwert ist. Hier sehen wir eine der 5 ganzseitigen Farbplatten, die Tintin und Milou zeigen, während sie durch Shanghai streifen. Einfach nur großartig. Und hier in diesem extrem stimmungsvollen Bild wartet Mr. Wang auf Tims Rückkehr. Tolle Atmosphäre und eine stimmungsvolle Verwendung von Leere im Bild. Hier zeigt Zhang Tim einen Tempel. Das Bild ist ein gutes Beispiel für die chinesische Maltechnik, die Zhang Tongren Hergé beigebracht hatte. Sichtbar an den Felsen mit den Bäumen und Gebüschen. Hier können wir die Söhne des Drachens sehen, die Tim in einem Holzkasten von dem Frachter Ranchi an Land schmuggeln. Das war immer eines meiner Lieblingsbilder hier. Allein die Wellen um die Knöchel der Männer sind fantastisch.
Und hier rasen Tim, Chunk und Struppe in einer Limousine durch die Nacht, um Mr. Wangs Familie zu retten. Einer der seltenen Augenblicke, wo wir Tim wirklich verbissen und geradezu zornig sehen. Ich habe schon erzählt, dass RG ein Meister der Abschiedspaneele war. Doch die letzte Zeichnung in Der blaue Lotus ist sicherlich eine der gelungensten. Hier steht Mr. Wang, Chang und Didi im Hafen und winken. In dem Buch von Michael Farr kann man die dramatische Fotovorlage sehen, die RG hierzu verwendet hatte. Und nun also meine drei Lieblingspaneele jenseits dieser bereits gezeigten großartigen Grafiken. Erstens die Begegnung von Tintin und Chang. Tintin trägt den bewusstlosen Chang aus den Fluten des Yangtze Chang. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass dieses Panel nicht nur großartig ist, sondern zu einem echten Eckpfeiler der Comics-Geschichte gehört. Bild 2, Hu Kao. Dieses Bild ist natürlich berühmt und wird vermutlich in jeder Doku über Hergé oder Tim und Struppi gezeigt. Eine der ganz großen Zeichnungen aus dem Tim und Struppi-Universum. Und schließlich der blaue Lotus. Erneut eines der ergänzenden Farbbilder, das diesmal das Innere der Opiumhöhle zeigt. Man sieht einen typischen Opiumraucher. Der Concierge Cheng geht gerade vorbei. Wenn es jemals ein plakatwürdigeres Bild gab. Ich gebe hier, ohne viel nachzudenken, 5 von 5 Sternen. Der blaue Lotus ist faszinierend, charmant, mysteriös und auch bedrückend, doch vor allem kunstvoll. 1936 war das hier ein wegweisender Band, der Comicgeschichte machte. Ein großartiger Beitrag, aber Hergé sollte noch viel besser werden. Die Reise hatte an dieser Stelle gerade erst begonnen.